Ist einfach filmreif, ey. Einfach wie man mit drin ist, ey. Einfach geil. Vor ein paar Minuten habe ich mir Sorgen gemacht, dass meine Kollegen mitkriegen, dass ich sie beklaut habe. Und jetzt kommt hier sowas. Ich weiß, ich könnte zwei Waffen mitnehmen. Aber nee, es ist ja auch Munitionsverschwendung mit beiden so bum 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 bum. Panoramik. Biotic. Heilige Scheiße, hier war gerade eine Konferenz und dann stürmt die hier raus und die verfolgen sie. Aber ich hoffe, ihr geht's gut. Heilige Scheiße. Da ist jemand. Hey, alles in Ordnung? Alles okay. Alles Is gut, ich it bin safe? hier. I'm going to make a run for it. Thanks. Achtung! Ich weiß nicht, ob es sicher ist. Sie dürfen noch nicht vorrennen. Sie ist abgehauen. Sehr gut. Zwei habe ich noch. Pisser. Scheiße. Komm schon, du hast es gelernt. Oh, das war gerade auf die Sekunde genau. Guck mal, wir haben sie gerettet, Alter. Hammer. Wir machen trotzdem in so einer Notlage trotzdem noch unseren Job. Unseren verdammten Job machen wir trotzdem. Wir retten Menschen. Wir sind ein eiskalter Motherfucker. So ist es und nicht anders. Munition. Perfekt, können wir gebrauchen. Okay, hier ist nichts. Okay, Planänderung, ihr habt recht. Weil die meisten haben das bestimmt auch gesagt. Habe ich mir jetzt auch gedacht, come on. Obwohl ich kann ja gar nicht richtig nochmal wechseln, wa? Oh, so kann ich. Oh, wie. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. Oh, ich kann aber nicht nach. Ich kann aber nicht ziehen. Ja, no, ja, lass einfach fallen. Alles gut. Wir sind bereit, Alter. Wir haben jetzt sogar zwei Pistolen. Trotzdem nichts. Nein. Nein, die Munition ist weg. Was mit ihm? Der so geschrien hatte. Immer noch nicht. Einmal können wir es ja machen mit zwei Pistolen. Aber dann wird es halt zu hektisch, wenn so viele auf mich zukommen. Ich kann ja gar nicht den Schlitten ziehen. Also ich weiß nicht, ob das denn so ausspielt. Vielleicht wird da wohl eher stattdessen schießen. Wir können auch hier hin. Aber es bringt alles nichts. Okay. Let's go. Jetzt fehlt noch von Blood and Truth dieses. Waffe herumdrehen. Was hier los? Gehen weiter gucken. Menschen retten. Hier sind noch welche in Not. Säubern. Verdammt. Ich bin dafür nicht autorisiert. Ist nicht für die Security. Oh, mit dem Auge. Okay, Achtung. Hä? Mach ich doch. Achso, da oben. Mach ich doch. Warum macht er das nicht? Das wäre so geil, Mann. Schade. Das wäre so geil, auch wenn es nicht klappt. Oder er sagt nicht autorisiert, aber es wäre so geil, wenn es gehen würde. So. Und dann, nee, geht nicht. Das wäre doch geil. Okay. Stand da jemand? Nein. Okay, hier kommt man nicht durch. Was ist hier los?
Auch nicht. Wir kommen nicht überall rein, ey. Ist hier irgendwas passiert? Heilige Scheiße, ich glaube nicht, was ich gerade eben gesehen habe. Jetzt kommen wir hier durch. Warum kommen wir jetzt auf einmal hier durch? Ich glaube, ich höre was. Heilige Scheiße. Ich hätte sie fast erschossen. I never thought I'd make it out alive. Thank you. Ich bin Security, kommen Sie. Schnell raus hier. Passen Sie auf. Ich habe zwar gesäubert, aber wer weiß, was hier noch kommen kann. Hier raus. Sehr gut. Guck mal, wir retten hier Menschen, Alter. Wie geil, oder? Oh. Ja. Nice. Was? Das ist auch eine Pistole. Oh, eine bessere. Oh. 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 Was ist das? Heilige Scheiße. Wir haben dafür keine Muni. Das ist eine andere. Nice. Alter, das wird heftig. Das wird heftig jetzt. Habe ich eine schöne Knarre gefunden, ey. Okay, hier Medizin. Nehmen wir mal lieber mehr mit. Okay, es macht jetzt aber schon Bock wieder wegen den Pistolen. So. Darmtoilette. Was ist hier los? Schade, ich dachte, ich kann meine Pistole ausprobieren, meine neue. Na gut. Vor allem der Typ wirklich, ich wollte wirklich fast schießen, ne? Weil ich nur gesehen habe, dass da einer hockt. Dann willst du fast abdrücken, aber der hat sich einfach nur versteckt. Die arme Ratte. Aber er hat es ja geschafft. Okay. Ach, geil, eine neue Pistole. Wir sind ausgerüstet. Alles klar. Wir können. Wo? Nein! Oh Gott! Lass sie! Was war das denn? Verdammt Mistviecher, was ist hier los? Ich fühle mich wie der neue Resident Evil Typ hier. Oder wie bei Resident Evil die Frau, die halt so hart zuschlägt. Plötzlich auf einmal, so fühle ich mich jetzt hier. Mit Security, vergiss es. Das war's. Die arme Frau. Ich wollte sie jetzt nicht so hinterherrennen, ey. Ach, verdammt, ey. Scheiße, wir brauchen einen Code. Oh, shit, shit, shit. Können wir nicht einfach das Ding aufspringen? Scheiße, ich glaube, das war nicht so gut. Siehst du, geht nicht. Siehst du, wir brauchen einen Code. Alles klar. Mann, ich hätte die Frau natürlich auch so gerne gerettet. Das ging so schnell.
Münze? Würde ich mich verarschen? Kann man damit irgendwas aufmachen? Türen vielleicht? Die man irgendwie da rumhackt oder so? Nee. Okay. Hätte ja sein können, was das Spiel sagt. So, guck mal an, hier ist auch noch was. Weißt du was, ich... Aber immer noch eine Notpistole. So, was haben wir hier? Sehr gut. Neues Magazin. Okay, ich glaube, es wird Zeit. Ah, siehst du, hier kann man nämlich nicht rein, deshalb. Geht immer noch nicht. Schade. Wäre geil gewesen. Geiles Extra gewesen. Geht auch nicht auf. Okay, wir müssen einen Code finden. Was? Bill, der ist noch im Aufzug fest. Hey, Bill. Jesus, Bill. Ted wasn't kidding. Almost everyone out here's fucking lost it. The ones who try to attack me, Bill, they left me no choice, man. What the hell is going on? Keep your shit together. From what I can see on my PDA, shit's really hitting the fan. You did what you needed to survive. But right now, I need you to get me out of this elevator. We hired you because of your military experience. You were trained to make the right decisions. And right now, focusing on finding an access card is the smart move. Copy that. Ooh. All right. Where am I looking exactly? Check the corner offices. Maybe one of the execs left behind it. Watch your back. Keep an eye out for any civilians who can still be saved. And call me if anything turns up. Verstanden, Bill. Ruhe in Frieden, arme Frau. Warum bin ich der, der das alles tun muss? Die arme Frau erlösen. Wow! Heilige Scheiße! Einfach eine Schroti. Ja, moin. Ja, die Waffe ist leider gar nicht so gut, wie man denkt. Die sieht so geil aus. Aber ich mach damit einen Schuss. Woher kommst du denn? Ja, alles klar. Achtung. Komm her. Kekser. Komm her. Penner. Komm. Barkis. Alles klar. Man muss ja nicht immer seine Muni verschwenden. Okay, ich brauche trotzdem diesen Code, aber vielleicht finden wir den gleich. Die Pistole, die wir aber noch... Ah, die haben wir eingesteckt. Okay, 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 alles gut. Das ist unsere Notpistole, wenn wir gar keine Muni mehr haben. Aber wenigstens die noch mit 15 Schuss. Alter, und da liegt erstmal eine Schroti. Alles klar. Überall sind welche, ey. Hier ist eine Schrotflinte einfach mal so. Die arme Frau. Schade, dass man nicht die Waffe nach hinten packen kann. Irgendwie hier hinten auf dem Rücken. Dann lasse ich die fallen. Alles klar, Schrotflinte ist da. Die arme Frau. Oh shit, sie hat's erwischt. Ihr Mistviecher, was macht ihr hier? Say goodbye, my friend.
was? Hier klingt ein Telefon. Trotzdem geiles Feeling schon, auf jeden Fall, muss man zugeben. Wo ist hier ein Polizist? Oh mein Gott, tut mir leid, mein Freund. Hier klingelt manchmal ein Telefon. Da bin ich schon manchmal... Hier! Hä? Ich will wieder rangehen. Oh, Alter, hatte den Rückstoß dann. Harter Brocken. Was? Oh Gott. Okay, Telefon. Hat sich hier gebimmelt. Guck, schon wieder, immer wenn ich da bin. Und es klingelt auch durch. Und ich würde da gerne rangehen und Bescheid sagen, dass wir Hilfe brauchen. Shit. Besser ist es eigentlich schon, wenn mehrere da sind. Okay. Ich kann jetzt mal wegstecken, so lange. So. Ja, ich war irritiert auch vom Telefon. Ich dachte, man kann da mal rangehen und sagen, hey, wir brauchen Hilfe. Oh, vor allem, was ist hier passiert, ey? Was? Ein Kopf. Armer Kopf. Komm schon. Du schaffst das, du kannst das schaffen. Ja. Okay, du hast es geschafft. Und du kannst es auch weiter schaffen. Oh Gott. Hier ist zu. Kann ich mit dem Brecheisen? Oh Gott. Oh, Fitness. Nein. Aua. Alles säubern. Alles säubern. Kriegen wir auch nicht auf. Könnte man auch hoch. Biotech. Feuerlöcher. Kann man nicht aufnehmen, ich klicke mal nur abschießen. Sie geht auf! Alles leer.
Ich will nur gucken, ob ich hier reinkomme und dann können wir da telefonieren. Komm ich auch rein. Hier, siehst du deshalb. Hey, sie sind in Sicherheit. Alles gut. Ich bin hier, um zu helfen. Thank you. You're so brave. Alles gut, aber vorsichtig, nicht... Was? Sie sind im Geist? Seien Sie vorsichtig. Okay, alles klar. Sie ist jetzt sicher, in Sicherheit. Obwohl die Aufzüge nicht mehr fahren, aber egal. Hä? Oh. Warte mal. Hä? Nein, scheiße. Wo war das? Guck mal, wir haben sie noch gerettet. Und da unten ist auch noch was. Okay. Okay, hier ist keiner. Hier ist keiner, hier ist keiner. Alles gut. In die Tasche packen. Sonst hier, Knarre, haben wir alles bereit hier. Okay, okay, okay. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Haben wir hier irgendwas noch? Haben wir hier noch irgendwas? Nothing again. Nichts. Die können wir auch nicht irgendwie ihm helfen, wegen Aufzug. Okay. Wow. Das Telefon dauert. Alles klar. Wir bleiben aber unter Vorsicht. Unter Strom auch. Oh, die arme Frau, Mann. Die konnten wir nicht retten. Ey, das plagt mich die ganze Zeit, Mann. Die liegt da die ganze Zeit, die arme Frau. Die ganze Zeit liegt die da, weil sie von den zwei erwischt wurde. Irgendwas ist explodiert. Okay, Achtung. Mann, sie sind in Sicherheit. Ich habe sie fast erschießen wollen. I made it. I actually made it. Alles gut. Laufen Sie zum Aufzug. Alles klar, schaffen Sie das? Ja, gut. Ist rein. Mann, ich hätte ihn fast erschossen, ey. Wollte ich auch schon zu ihm sagen. Hab ich. Achtung. Hier dürfte auch keiner sein, weil er sich hier versteckt hat. Oh, war schön, dass wir noch Leute retten können noch. Guck mal, hier klingelt das Telefon. Jetzt schaffen wir es diesmal im Magazin. Perfekt. Jetzt kann man nicht mehr als... Ich bin durch. Jetzt kann man nicht mehr als genug haben. Oh, das ist ein Fehler. 404. Super. So, mal gucken. Damn. Nothing. Schon wieder nichts. Telefon klingelt ja auch. Ja, ich gehe ran. No luck so far. I searched the obvious workstations, but didn't find any access card. There is another way, though I've never personally used it. We had a similar event a few years ago. A couple of higher-ups got locked in a lab for just shy of 6 hours. And in the aftermath, IT was tasked with implementing a, alternate way that didn't involve key cards, accessible only by IT in the suits. The series of checks and balances that prevent any leaks or cross-contamination are still in effect. But we can at the very least gain access to the labs with proper authorization codes. How do you know all this? I used to head the ERT, the Emergency Response Team. The team they call in when things get real bad. Anyway, that's a whole other story. The backdoor access code to the IT office is 564-228. Once you're inside, I'll walk you through the procedure. Okay, er hat ihn gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn behalten kann. Er hat den Code gesagt. Alles super, perfekt. Okay, alles sauber. Mit der Taschenlampe finde ich so geil, Alter. Wir können damit auch zuschlagen, sieht so offensichtlich so aus. Ah, 564-228.
Okay, da ist keiner. Alles gut. 564228 hat er gesagt, ne? Alter. 564228. Acht. Was denn jetzt schon wieder? Ja? Alright, I'm in. Now what? Okay, so in order to successfully bypass the lock, you've got to pilot the little ship to the destination without touching any of the walls. Press the trigger on the left controller to turn left. Right trigger on the right controller to turn right. It's pretty straightforward. For real? Our IT engineer said it's security through obscurity. I think it really means he just wants to get paid to play video games. Either way, I'm pretty sure this will work. Once you finish, give me a call back. Wie geil. Ja, aber das müssen ist noch auch für PC. Das muss hier ein PlayStation Controller sein. So leicht wie mit einem Videospiel. Wie in einem Videospiel spielen. Alles klar. Ah. Wegen dem System. Ah, okay. Lustiger ist natürlich, wenn das jetzt PlayStation Controller wäre. Wenn mit PlayStation Controller mit einem PlayStation Controller spielen. Alles klar. Okay. Alles klar. Oh Gott! Was? Wie soll ich das machen? Was mache ich hier für eine Kacke? Hä? Wie soll ich das machen? Ach so, damit gebe ich Schub. Oh Gott, geil. Wie geil ist das denn? Sowas hier zu spielen. In einem Spiel. Ein Spielspiel. Wie geil. Im Programm Access. Okay. Wie krass. Let's go. Ah, ich muss es schaffen. Für Bill. Das Sicherheitssystem knacken. Hat er entwickelt als Sicherheitssystem. Okay. Das ist mein Job. Ein Glück habe ich selber immer viele Videospiele gespielt. Dadurch kann ich sowas. Ein Glück. Da habe ich mich noch bei Security beworben hier. Hat sich ja gelohnt. Viel gespielt zu haben vorher. Meine Eltern haben immer gesagt, ah, das ist doch Zeitverschwendung. Aber jetzt hat es sich endlich, ah, gelohnt. Jetzt hat es, das ist der Beweis, Mama und Papa. Okay. Yes? And to think my mother said I'd never get anywhere with these games. Genau. Nicely done. Never doubted you. What's next? Alright, head on over to the labs. The lock should be disengaged. I'll meet you at the lab decontamination doors and we'll both go looking for Ted. Between the both of us, he might still stand a chance. On my way. Alles klar. Auf dem Weg. Ja, siehst du mal, hat sich doch alles gelohnt, ne? Okay, hier ist alles sauber. Scheiße, die arme Frau. Also ich muss euch wirklich sagen, ihr merkt bestimmt auch, wie ich mich hier auch so reinfühlen kann und alles. Das macht auch richtig Spaß, wie ich schon gesagt habe, sich richtig auch reinzufühlen selber in die Rolle. Der macht es am meisten Bock. Und wenn mir das auch gelingt, dann macht es mir einfach derbe Spaß. Und dadurch muss ich auch sagen, dieses Level jetzt bisher, das ist cool. Das hat so Story, das hat so... Wenn man sich drauf einlässt und man ist wirklich drin, dann denkst du, du bist wirklich hier mit deiner Taschenlampe, so alles Security und dein Boss ist da. Und du bist so gespannt, hier in diesen Hallen, in Biotech, hier rumzulaufen. Es macht Bock, wirklich. Das Level macht gerade richtig mir fett Bock. Alles klar. Weiter. Vor allem mit der Taschenlampe hier, Alter. Wie geil. Wir müssen weiter. Wir müssen ihn treffen. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Labor, glaube ich. Ach du Scheiße. Bin Yangdi. Oh nein! Oh!
Alter, ich bin erschrocken. This is a little more than I signed up for, if I'm being honest. Good to see you, Bill. Looks like you're ready for anything. I'm not sure if it's going to help much against Bites, but it's better than nothing. No time to waste. Let's get in there and shut this thing down. Alter. Junge, Junge, du bist aber richtig vorbereitet, ey. Alter Schwede. Boah. Ist richtig ready. Hab mich schon erschrocken. Drei Zombies rennen da rein. Ich denk so, nein, Bill. Zieh aber nicht auf mich. Muss ich mal auf deinen Tank schießen? Was hat der Sauerstoff? Okay, wir haben sowas nicht. Am Ende sind wir noch am Arsch. Alles klar. Hier muss ja alles sauber sein. Hier war Bill drin. Vielleicht können wir hier noch was durchsuchen. Jetzt haben wir hier schön Bill an unserer Seite. Guck mal, da können wir was durchsuchen. Hier auch. Hat sich schon gleich gelohnt. Ich will gucken, ob wir hier was verpasst haben. Was ist so eine Sammelfiguren? Figuren. So, an dem Schrank hier überall. Munition. Perfekt. Genau, was wir brauchen. Also man kann wirklich Munition verlieren und man hat denn keine mehr. Ist wirklich so. Also man hat hier nicht unendlich. Dachte ich zuerst auch immer. Oh. Und da ist noch ein Raum. Ja. Oh, okay. Jetzt reden wir eine andere Sprache. Das ist genau mein Ding. Das ist noch eine andere Muni. Oh. Oh. Aha. Ist wahrscheinlich hier sowas wie eine Desert Eagle, ne? Oder? So, das haben wir hier. Jetzt haben wir nochmal eine krasse Pizzle hier. Pizzle. Okay. Bill, hast du hier alles gesäubert oder muss ich hier noch irgendwas mit irgendwas rechnen? Die Tür hier ist offen. Die ist grün. Aber sie ist zu. Weißt du irgendwas davon? Bill? Rede mit mir. Oh, Bill. Warum sagst du mir denn nichts? Hier ist doch das Schätzchen. Aber wir haben ja schon eine Schroti. Ach, die kann weg. Ach nee, warte mal. Nein, und weg ist sie. Ah, ich kann das auch greifen. Okay, ich kann meinen Rucksack greifen, wusste ich gar nicht. Oha. Nee, so nicht. Schön, dass ich zum Ende des Spiels erfahre, dass ich wirklich tatsächlich, anstatt immer auf Start zu drücken, mal ein bisschen für ein wheeleres Gefühl nach hinten greifen kann. Greifen gedrückt halten. Nach vorne. Ja, und dann kommt mein Rucksack angeflogen, ey. Aber richtig. Und dann wieder nach hinten. Das fühlt sich viel besser an. Merke ich aber jetzt erst zu spät. Das sind doch genau die gleichen, oder? Das ist eine andere. Vielleicht ist sie ja noch krasser. Auf ihre eigenen Art. Okay. Bill, es geht weiter. Bist du bereit? Komm, Bill. Ah, der hat ein Sturmgewehr, ey. Ist das schon übertrieben? Aber nee, eigentlich nicht. Übertrieben nicht. Ist eigentlich am besten. Genug Muni hat er anscheinend auch. Hier vorne alle voll mit Magazinen. Schon fertig nachgeladen mit Kugeln, ne? Alter, brauchst nur reinstecken. Perfekt. Okay, hier hat er einen. Der ist aber noch nicht fertig, oder? Okay. Darmtoilette. Ich weiß, wir gehen noch da lang. Alles zu hier. Krass, wir noch, stell dir mal vor.
Jetzt gäbe es hier auch noch so eine riesen Viecher irgendwie. Okay, wir kommen hier aber nicht durch. Alles klar. Er hat Sturmgewehr, ich habe Schroti. Sogar zwei. Aber ja, was ich am meisten liebe, ist meine Taschenlampe. Oh, wir gehen jetzt direkt rein. Wir haben hier alles drumherum beseitigt. Aber die Frage ist, haben wir wirklich alles beseitigt? Jetzt wollen wir aber das Hauptproblem ausmerzen. Aber wir wissen ja nicht mal, was los ist. Also wir gehen jetzt da rein, aber ich habe keine Schutzkleidung an. Bill, ich habe keine Schutzkleidung. Wir sind im Labor. Bill. Ja, Bill, ich bräuchte Schutzkleidung. Ja, moin. So, erstmal hier. Desinfizieren hier, dekontaminieren. Lots of chaos in here. No sign of Ted either. Looks like one of the labs up ahead is locked down. Damn. We need to secure this area first. Put down anyone who's gone feral. Then we can worry about the lockdown. Let's get to the weapons locker and find you something more substantial to work with. Sounds like a plan. Ach du Scheiße. Was ist hier passiert, Bill? Alles außer Kontrolle geraten. Heilige Scheiße. Einer unserer Kollegen. Einfach zerfetzt. Was ist hier los? Da auch! Die Labore! Ach du Scheiße! Nein!